Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir zusammen Teillesen in der Prüfung B1 Gast. Wir fangen sofort an. Los geht's. Hallo wieder. Also Leute, heute wollen wir zusammen für das Niveau B1 und auch für die Prüfung B1 Teillesen Sprachbausteine machen. Die Aufgabe: Lesen Sie den Text und schließen Sie die Lücken 40 bis 45. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 40 bis 45 auf dem Antwortbogen. Hier, es geht um Nachhilfeunterricht. Ihr Sohn braucht Nachhilfeunterricht. Nachhilfeinstitut Müller, Mulderstraße 23, 10115, Berlin. Bitte um Informationen. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Sohn Paul hat in Nummer 40 Schule Probleme in Mathematik. Mein Sohn Paul hat die Möglichkeit für die Lesung die oder der oder den. Die richtige Lösung ist der. Die richtige Antwort ist der. Mein Sohn Paul hat in der Schule Probleme in Mathematik. Mein Sohn Paul hat in der Schule Probleme in Mathematik. Nummer 41 suche ich für ihn Nachhilfeunterricht in Mathematik. Nummer 41, die Möglichkeit deshalb, weil oder trotzdem. Die richtige Antwort ist deshalb. Deshalb suche ich für ihn Nachhilfeunterricht in Mathematik. Mein Sohn Paul hat in der Schule Probleme in Mathematik, deshalb suche ich für ihn Nachhilfeunterricht in Mathematik. Ich habe 42 Anzeige in der Zeitung gelesen und finde sie sehr interessant. Nummer 42. Ihre Respekt oder ihre oder seine. Nummer 42. Ihre Respekt. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und finde sie sehr interessant. Wir lesen weiter. Ich hätte gern noch ein paar Informationen. Bieten Sie nur Gruppenunterricht an oder Nummer 43? Mein Sohn auch Einzelstunden nehmen. Ich hätte gern noch ein paar Informationen. Nummer 43 müsste, sollte oder könnte. Die richtige Antwort ist könnte. Ich hätte gern noch ein paar Informationen. Bieten Sie nur Gruppenunterricht an oder könnte mein Sohn auch Einzelstunden nehmen?
Die weiter können er auch Nummer 44 Sonntag kommen und wie viel kostet der Unterricht pro Stunde? Können er auch Nummer 44 im oder um oder am? Natürlich die richtige Antwort ist am. Können er auch am Sonntag kommen und wie viel kostet der Unterricht pro Stunde? Können er auch am Sonntag kommen und wie viel kostet der Unterricht pro Stunde? Ich hoffe, dass Sie bald antworten und sende ich Ihnen liebe Grüße oder freundlichen Grüßen oder freundliche Grüße. Die richtige Antwort ist freundliche Grüße. Ich hoffe, dass Sie bald antworten und sende ich Ihnen freundliche Grüße. Die richtige Antwort ist C. Ich hoffe, dass Sie bald antworten und sende ich Ihnen freundliche Grüße. Jonas Fischer. Also Leute, das war die Übung mit den Lösungen. Wir lesen jetzt schnell noch einmal. Bitte um Informationen. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Sohn Paul hat in der Schule Probleme in Mathematik. Deshalb suche ich für ihn Nachhilfeunterricht in Mathematik. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und finde sie sehr interessant. Ich hätte gern noch ein paar Informationen. Bieten Sie nur Gruppenunterricht an oder könnte mein Sohn auch Einzelstunden nehmen? Können er auch am Sonntag kommen und wie viel kostet der Unterricht pro Stunde? Ich hoffe, dass Sie bald antworten und sende ich Ihnen freundliche Grüße, Jonas Fischer. Wir sehen uns bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.